Herr Krass, Ihr Buch heißt Meerjungfrauen. Und Sie verfolgen das durch eine sehr lange Geschichte. Das ist ja offenkundig eine fundamentale Fantasie. Ja, die Geschichte der Meerjungfrauen beginnt eigentlich mit den Sirenen bei Homer. Und man kann sagen, dass die Sirenen mit der Geburt der Literatur schon in die Welt hineintreten. Und das ist ja eine eigenartige Situation. Also er reist mit seinen auf der Rückfahrt von Troja, ja, durch eine Meerenge und weiß schon, dass hier eine Gefahr droht. Gesänge der Natur, der Frauen, der Liebe, was weiß ich, ja, die ihn bedrohen. Er lässt sich an den Mastbaum fesseln und verstopft den Gefährten die Ohren. Also er sichert sich. Ja. Er sichert sich, weil er vorgewarnt worden ist von Kirke, auch einer Nymphe. Und er kann also sozusagen sehenden Auges in die Gefahr hineinreisen und sichert sich in der Weise, dass er sich Wachs, dass er den Gefährten Wachs in die Ohren stopft und er sich selber an den Pfahl, an diesen Mast binden lässt. Er kann seiner Empathie nicht folgen. Ja, also er hindert sich, ja, seiner Leidenschaft zu folgen. Ja, eine Vorsichtsmaßnahme. Er regelt sozusagen seine Leidenschaft schon im Vorfeld, damit er den Sirenen überhaupt gegenübertreten kann. Und da sieht man auf einer Vase, wie eine der Sirenen sitzt auf einem Fels, die Gefieder sind zu, eine andere öffnet gerade ihre Flügel und eine stürzt wie ein Sturzkampfbomber, ja, ja, direkt, ja, auf das Schiff zu. Direkt auf ihn zu. Diese bildliche Illustration erzählt nochmal eine etwas andere Geschichte als das Buch selber. In dem Buch gibt es keine Flugattacke sozusagen seitens der Sirenen gegenüber Odysseus. Die Attacke besteht eher darin, dass sie ihm versprechen, die Geschichte von Troja zu erzählen. Ach, er kann sozusagen der sinnlichen Verführung könnte er entkommen. Einer, ja, sinnlichen Entführung könnte er vielleicht. Aber der Erzählung nicht. Der Erzählung nicht. Es ist ja auch nicht so, dass die Sirenen bei Homer mit ihrem Liebreiz ihn zu verführen suchen, sondern in der Weise, dass sie ihn narzisstisch bespielen wollen. So würde ich das jedenfalls sehen. In der Weise, dass sie ihn erst einmal freundlich ansprechen, begrüßen und ihm dann verheißen, dass sie ihm die Geschichten der Taten erzählen, die er im Grunde genommen selbst begangen hat. Das heißt, die Sirenen wissen das, was Odysseus selbst schon weiß, weil er es erlebt hat, aber sie wissen auch, das zu erzählen, was Homer selbst bereits erzählt hat. Sie sind ja mittelalterlicher Philologe auch, also ältere, ja, deutsche Literatur. So ist es. Die reicht von wann bis wann? Die reicht von den Anfängen bis 1600, das ist mein Zuständigkeitsgebiet. Und das ist aber nur der Schwerpunkt, denn Sie interessieren sich natürlich genauso, ja, gut für, genau, die Weiterführung. Ja. Ja, und das geht ja bis Walt Disney, das geht ja bis in die Jetztzeit. Ja, es gibt also einen berühmten mittelalterlichen Roman, die Melusine, darin ist auch das Meerjungfrauenmotiv umgesetzt und ich habe also zunächst versucht, einmal die Geschichte zurückzuverfolgen, woher stammt überhaupt dieser mittelalterliche Mythos und habe dann im nächsten Schritt auch versucht zu sehen, wie sich dann dieser mittelalterliche Mythos weiterentwickelt hat und so konnte ich dann sozusagen vom Mittelalter aus die Brücke zurück und nach vorne schlagen. Aber jetzt erzählen Sie mir mal diese Geschichte. Das ist der Melusine. Ja, das ist ja eine, ja, seltsame Geschichte. Ist eine atemberaubende Geschichte. Ein Ritter. Ein Ritter verliebt sich in eine Nymphe. Diese Nymphe ist aber diejenige, die ihm selbst schon also die Ehe anträgt. Er lässt sich eine darauf Nymphe ein. Ist was? Eine Nymphe ist ein Elementargeist. Bei Paracelsus wird das ausgeführt, ein Elementargeist, der dem Element des Wassers zugeordnet ist. Das ist in diesem Roman von Thüring von Ringoltingen, so heißt der deutsche Autor, wird das nicht näher ausgeführt, aber es handelt sich um ein Wesen, das aus dem Wasser kommt, das auch an einen Brunnen gebunden ist, an einen Waldbrunnen und das sich von der Liebe zu dem Mann eine Seele erhofft, Erlösung erhofft, durch die Verbindung, durch die ehrliche dieses Verbindung. Dieses Elementarwesen hat alle Eigenschaften, ja? Hat alle auch Eigenschaften Gefühle, eines aber Menschen, keine Seele. Alle, ja, Gefühle, ja. Und kann durch Ehe mit einem, also Vermählung mit einem Menschenmann, ja, nicht diese Seele erwerben. So ist es, ja. Oder revitalisieren, vielleicht, ja, war die immer da. Ja, dahinter steht vielleicht auch eine traditionelle Vorstellung vom Geschlechterverhältnis, dass die Frau der Erlösung durch den Mann in der Ehe bedarf. Wie sie aus der Rippe kam, nicht? Ja, ja, genau. Jetzt ist die Seelenrippe. Ja, sozusagen, das, ja, ihr Begehr. Ja. Und er ist in Not. Ja? Er ist in großer Not. Sie rettet Not. Ihn
aus der Not, so ist, wie einer, der verdurstet. So ist es, also wie einer, der verdurstet und dort dann eine Oase im Wald findet. Die Oase wäre dann aber symbolisch zu verstehen, denn er befindet sich auch deswegen in so großer Not, weil er ein vaterloser Mensch ist. Sein Vater, sein leiblicher Vater, konnte ihm nichts mitgeben. Sein, wenn man so will, Pflegevater, ein Onkel von ihm, den hat er zufällig getötet bei einem Jagdunfall im Wald und nun ist er in großer Bedrängnis und die Nymphe Melusine kann ihn erretten, indem sie ihm verspricht, alles für ihn bereitzustellen und vorzubereiten, dass er mal ein mächtiger Landesherr werden kann. Das heißt, sie verspricht ihm eine Laufbahn. Ja, so ist es, ja. Und gleichzeitig schenkt sie ihm später 10 Kinder. Ja, sie stattet ihn mit allem aus, was man als Patriarch braucht. Man braucht ein Land, man braucht Burgen, Schlösser, man braucht 10 Kinder, möglichst Söhne, weil die wiederum Stammhalter werden können, die auch andere Länder erobern. Also alle Attribute der Männlichkeit und seinen Status als Patriarch hat er ganz nur von Melusine und von niemandem sonst. Und er darf nur eines nicht, sie nach ihrer Herkunft fragen. Ja, das ist das Tabu, das geknüpft ist der an die Verbindung. Der umgekehrte Lohengrin sozusagen. Ja. Die Frau verbietet, zu fragen, woher sie kommt. Genau so ist es, ja. Und er fragt sie aber? Er wird doppelt aufgewiegelt. Er wird einerseits aufgewiegelt, ich glaube, von einem Bruder, dass er, der vermutet, dass Melusine fremd geht, wenn sie sich am Samstagnachmittag, wie es sich gehört, ins Bad zurückzieht. Sie muss immer wieder in den Element noch zurück. Ja, denn dieses Schloss, diese Burg, in dem die beiden leben, ist um diesen Brunnen herum gebaut, in dem er sie angetroffen hat. Und das ist sozusagen, das Bad ist der Brunnen. Und aus diesem Bereich kann sie nicht ohne weiteres entweichen. Und also Raimund, so heißt ihr Mann, ist völlig auf dem Holzweg, wenn er glaubt, dass sie dort einen Liebhaber verstecken würde. Nein, sie geht in ihr Element zurück und muss wie ein Drache ja immer wieder mal sozusagen ihre Haut im Wasser pflegen. Ja, und wenn sie dann in das Wasser zurückkehrt, nimmt sie auch wieder ihre ursprüngliche Gestalt an. Dann ist sie nämlich ein Mischwesen aus Frau und Schlange. Das ist das Bestürzende, was Raimund erblickt durch das Schlüsselloch einer verschlossenen Tür, dass seine Frau einen Schlangenschwanz hat. Und Schlange und Drache, also heißt manchmal auch Drache, nicht? Also sie fliegt als Drache, zum Dach hinaus, nicht als sie zum Schluss. So ist es, der Drache wird ja auch als Lindwurm, als Wurm bezeichnet, darüber hat man die Verbindung zwischen Schlange und Drachen. Und am Ende, wenn das Tabu gebrochen ist und wenn sie sich von ihrem Mann verabschiedet, dann wachsen ihr noch Flügel, mit denen sie aus dem Fenster herausfliegt. Das heißt, sie ist auch durch diesen Mann nicht zu bannen. Also wenn Medea auf einem feurigen Drachen zu ihrem Vater zurückfliegt, dann ist das Bild so ähnlich wie hier, dass sie aus dem Schloss, das Dach durchdringend. Das ist eine prekäre Ehe im ursprünglichen Sinne, eine geliehene Ehe, wenn man so will, die nur so lange gewahrt werden kann, wie sich der Mann an das Tabu der Fee hält. In dem Moment, wo er es bricht, kehrt sie in ihr Element zurück und kehrt auch in ihre Macht zurück. Das ist auch ein Zeichen, also ein Unterpfand seines Glaubens, seiner Liebe, seiner Unverbrüchlichkeit, dass sie nicht verkäuflich ist. Das Bestürzende an dieser Geschichte ist auch, oder das Tragische, dass die Liebe zwischen Raimund und Melusine eigentlich in dem Moment erst beginnt, als sie sich trennen müssen. Bis dahin war diese Liebe scheinbar ein unverlierbares Geschenk, aber erst im Moment der Trennung erfahren beide Partner, was sie verlieren, was ihre Gemeinschaft bedeutet hat. Und das gibt dann Anlass für eine wirklich anrührenden Dialog zwischen den beiden. Ach, sie verabschieden sich. Sie verabschieden sich und sie verabschieden sich in einem klagenden Ton. Also Melusine bedauert es zutiefst, dass sie Raimund verlassen muss. Und Raimund erkennt erst, was er angerichtet hat, wenn er dann künftig auf Melusine verzichten muss. Und sie rächt sich auch nicht, auch das Schicksal rächt es nicht. Die 10 Söhne wachsen auf und das Geschlecht hat weiterhin, oder verkommt er? Ja, es ist ja so, dass sie 10 Söhne hat. Und in diesen 10 Söhnen werden eigentlich 10 mögliche Lebenswege eines Ritters im Mittelalter dargestellt. Und man kann sagen, dass in der Abfolge der Söhne verschiedene Optionen durchgespielt werden. Da gibt es einmal die Option, dass man als Kämpfer ein Land erwirbt, vielleicht auch durch die Heirat einer Frau, eine ordentliche Ritterkarriere, eine ordentliche Fürstenkarriere. Aber einige ihrer Kinder verfügen ihrerseits über dämonische Merkmale, die auch physiognomisch abzusehen sind. Und die bringen großes Unheil in die Welt und die bringen großes Unheil auch in die Familie. Das ist sozusagen eine vorübergehende Strafe bei den Mittleren Söhnen, die aus dem Tabu dann da letztlich folgt. Da wird ein 10-fach-Roman eingeschoben. Kann man so sagen. In die große Erzählung.
Das ist nun auch später wieder aufgegriffen worden, nicht? Also zum Beispiel, glaube ich, von Tieck, stimmt das? Ja, also das ist sehr interessant zu sehen, wie die Figur der Melusine im Laufe der Jahrhunderte benutzt wurde, um immer wieder den Typus der emanzipierten Frau zu durchleuchten. Im Grunde ist Melusine ja schon eine emanzipierte Frau, insofern sie diejenige ist, die den Mann in den Besitz seiner Männlichkeit bringt und in einer entmythologisierten, säkularisierten Form. Sie wählt ihn, ja. Ja. Tieck ist dann derjenige, der den mittelalterlichen Mythos aufgreift und für die Romantik, für seine Moderne sozusagen noch einmal neu erzählt. Er hält sich dabei sehr eng an den mittelalterlichen Mythos, erfindet aber eine neue Szene, wenn Raimund sie im Bad beobachtet, denn dann hat Melusine keinen Schlangenschwanz mehr, sondern einen Fischschwanz. Ja. Als Chimäre gewissermaßen. Ja, ja. Dann gibt es mit Vogelköpfen, Menschen mit Vogelköpfen. Ja, ja. Gibt es Frauen mit Vogelköpfen? Gibt es auch. Das ist die ursprüngliche Sirene. Homer lässt sich zwar nicht darüber aus, wie die Sirenen anatomisch gebildet sind, aber in zeitgenössischen Illustrationen und auch bei späteren römischen Dichtern erfährt man, dass man sich die Sirene als Vogelwesen vorstellte. Und als Vogelwesen vereint sie zwei Eigenschaften. Sie ist ein Singvogel und sie ist ein Greif- oder Raubvogel. Und beides kann sie. Sie kann auf eine schöne Weise singen und ist damit Verführerin. Sie kann den Menschen aber auch zerreißen, was sie tut. Verschlingen. Und damit ist sie dann die Verderberin. So dass es also wie eine Projektionsfläche ist, ja? Wie eine also Projektionsfläche. Von Hoffnung. Ja? Ja, und man kann sagen, vielleicht, dass die Sirene, dass die Meerjungfrau fast immer eine Chimäre ist, aber sich immer anders zusammensetzt, je nachdem, welche Fantasien, mit welchen Fantasien die Frau in den einzelnen Epochen beliehen wird oder welche Ideen auf sie projiziert werden. Im Mittelalter ist es die Schlange. Man könnte die Schlange natürlich psychoanalytisch deuten als phallisches Symbol, denn sie ist diejenige, die den Mann mit den Attributen seiner Männlichkeit ausstattet, aber man kann es auch einfacher noch deuten als eine Verkörperung oder Verschmelzung der beiden Verführerinnen des Paradieses. Sie ist Eva und sie ist die Schlange in eins. Eine Steigerung sozusagen. Ja. Ja, nicht? Ja. Und gleichzeitig so eine männliche Projektion. Ja? Also Sie kriegen ja alle Feministinnen zunächst gegen sich, oder ist das falsch? Nein, ich verstehe mich selber durchaus als Feminist, denn ich habe ja versucht, diese Literaturgeschichte der Meerjungfrau als eine Kulturgeschichte der Geschlechterbeziehungen zu schreiben und durchaus auch als eine kritische Geschichte der Geschlechterbeziehungen. Ich möchte in dem Buch versuchen zu zeigen, was sind die Ängste, aber was sind auch die Wünsche, die den Männern, den Frauen entgegenbringen und inwiefern auch die Männer die Frauen verpflichten auf männliche Fantasien, denen sie vielleicht gar nicht entkommen können. Das ist bei Freud der Sprung, nicht? Auf Cordelia in König Lear. Genau. Er hat die Wahl zwischen drei Frauen, Töchter. Davon sind zwei Verräterinnen, die den Vater im Grunde eigentlich töten. Ja. Ja. Und die dritte, ja, die ist das blühende Leben und stirbt in seinen Armen. Und da sagt Freud, das ist die Umkehrung. Ja, der Fantasie, Freud, das ist Freud, der Tod. Deutet die Figur der jüngsten Schwester als Umdeutung des Todes in ein Bild des blühenden Lebens. Und er stellt die These auf, dass diese drei Töchter, aber auch überhaupt immer diese Dreiergruppen von Frauen und auch von Kästchen, drei Aspekte dessen symbolisieren, was die Frau für den Mann bedeutet, nämlich die Rolle der Verführerin, der Verderberin und der Gebärerin. Und diese drei Funktionen kann man vielleicht auch in den Sirenen, in den Meerjungfrauen wiedererkennen, immer dann, wenn sie zu dritt auftreten, was sehr häufig der Fall ist. Aber das ist schon ein sehr reicher Garten, ja, nicht an Fantasievorstellungen. Ja. Die Literatur da verwaltet. Ja, 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 auf jeden Fall. Wenn Sie mal, einmal kommt der Paradiesgarten bei Ihnen, ja, wenn Sie den mir mal beschreiben, was ist ein Paradiesgarten? Ja, das ist ja nicht das Paradies. Ein Paradiesgarten ist vielleicht ein Hortus, also ein Hortus Amoenus, der das Paradies repräsentiert, ja, wiederholt. Er ist ausgestattet mit bestimmten Requisiten, die sich immer wieder neu zusammenfügen. Da gehört ein lustig murmelnder Bach dorthin, eine rauschende Linde, zwitschernde Vögel. Das sind Bestandteile dieses Locus Amoenus, dieses liebreizenden Ortes, den man von der Antike übers Mittelalter bis in die Gegenwart kennt. Und so wird der Ort geschildert, an dem die Sirenen hausen, wenn Odysseus sie antrifft. Also vom Raum her verspricht sich ihm dort das Paradies, aber in diesem Paradies liegen die Gerippe von toten Menschen. Das heißt, hier werden eigentlich Himmel und Hölle zusammengedacht. Was ist die Gartenmetapher überhaupt in der Literatur für Sie?
Ja? Es gibt die Gärten der Semiramis. Ja? Ein Garten ist ja etwas anderes als ein Acker. Ja, ein Garten ist eigentlich ein Naturort, der der Natur abgerungen worden ist. Die Natur wird insbesondere in der Vormoderne als eine Wildnis angesehen, die gefährlich ist für die Menschen, in die man sich nicht hineinwagt, wo Wesen hausen, die unkontrollierbar sind. Und der Mensch versucht nun, dieser Wildnis ein Stück abzutrotzen und nach eigenen Vorstellungen zu bewirtschaften, um sozusagen eine Wiederholung der Natur in der Kultur zu finden. Und das führt dann dazu, dass der Mensch vielleicht nicht mehr unterscheiden kann zwischen Kultur und Natur und den Garten, den bestellten, gepflegten Garten selbst als eine Quelle eines ursprünglichen Naturerlebnisses versteht. Da kommt die Natur wieder auf ihn zu, ja, wie durch einen Tunnel. In der selbstgemachten Form. Paracelsus greift die mittelalterlichen Traditionen über die Elementargeister auf und sortiert sie sozusagen mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Also er möchte genau wissen, wie viele Elementarwesen gibt es, wie leben die, wie gleichen sie den Menschen, wie unterscheiden sie sich von den Menschen. Sie, machen sie krank? Ja, ja, all das. Mhm. Und er unterscheidet dann zwischen Feuergeistern, Wassergeistern, Luft- und Erdgeistern. Und die Sirenen, Melusinen, Undinen sind dann die Wassergeister, die laut Paracelsus dem Menschen am ähnlichsten sind. Sie unterscheiden sich von ihm nur in der Weise, dass sie über keine Seele verfügen, wie schon bei der Melusine. Und was bedeutet das? Was ist die Folge davon, dass sie über keine Seele verfügen? Ja, das ist ein Hinweis auf die Angewiesenheit der Elementargeister auf den Menschen. Es ist auch die Begründung dafür, dass die Elementargeister immer wieder die Nähe der Menschen suchen und ihr Element verlassen und sozusagen in das Element der Menschen hineintreten. Sie sind sozusagen nicht vergesellschaftet, würde Marx sagen. Ja. Ja. Ja? Also sie haben etwas nicht, ja? Nicht was man Seele nennt, und die entsteht sozusagen zwischen Menschen. Ja? Die ist sozusagen ein gesellschaftlich evolutives Produkt. Ja? Die Beziehungsarbeit, ja, die sie leisten können, ist sozusagen neutral. Ja? Sie ist selfish. Sie ist selfish, und dennoch bleiben die Elementargeister immer an das Element, dem sie entstammen, gebunden, auf es verpflichtet. Fouquet hat ja diesen Paracelsus-Mythos in seiner Undine umgesetzt, und da wird ja sehr deutlich, dass Undine dann, wenn sie vom Menschen verraten worden ist, vom Mann verraten ist, dazu verflucht ist, zurückzukehren und ihm den Tod zu bringen, auch gegen ihren eigenen Willen. Ach, deswegen die Oper. Ja, das ist ja eine Oper geworden. Ja, das ist dann auch eine Oper geworden, wie viele dieser Meerjungfrauengeschichten zu Opern geworden sind. Viele davon sind nicht so besonders bekannt, die werden heute auch nicht mehr gespielt, aber man kann eigentlich sagen, dass jede Spielart der Meerjungfrau auch eine eigene Oper bekommen hat. Aber interessant ist diese starke Gewalt, ja, die darin liegt, dass ein Elementarwesen, wie zum Beispiel die unterdrückte Liebe, ja, nicht? Auch die in den Menschen, wie die sozusagen dann gezwungen ist, sich zu rächen, wie bei Medea beispielsweise, indem sie sozusagen die Nachfolge des Mannes umbringt, also die Kinder. Ja. Ja? Und bei der Undine haben wir die Fantasie, dass die verratene Frau durch den Brunnen zurückkehrt und ihren Mann tötet. Und das Bezeichnende für diese Gefahr ist in den romantischen Erzählungen, dass die Geschichten der Meerjungfrauen in Dreiecksgeschichten eingebaut werden. Das heißt, der Mann wird immer wieder dazu aufgefordert, zwischen zwei Typen von Frauen sich zu entscheiden. Auf der einen Seite gibt es die Nymphe, die ist der Inbegriff der Leidenschaft, der Liebespassion, der sich der Mann verschreiben möchte. Auf der anderen Seite steht dann die brave Ehefrau, mit der man ein bürgerliches Leben führen kann. Und was in diesen Geschichten erzählt wird, ist eigentlich der Konflikt des Mannes, zwischen diesen beiden Frauentypen wählen zu müssen, die er sich nicht mehr vereint vorstellen kann. Das heißt, es lauert auf ihn eine doppelte Gefahr. Die Gefahr der Nymphe besteht darin, dass er in seiner Leidenschaft ertrinkt. Die Gefahr der bürgerlichen Ehe besteht darin, dass er an Langeweile stirbt. Aber hochinteressant. Und die Nymphe mit Rucksack gibt's nicht. Ja, also das heißt irgendwie so ein Wesen. Ja, in 20 Jahren gibt es ja für unsere großen Dichter wie Brecht, ja, Versuche von Nymphen, wenn sie so wollen, ja, nicht, sich praktisch zu zeigen als Genossin, ja, und sozusagen die Manuskripte auch zu schreiben, ja, nicht, nach dem Beischlaf. Das ist an sich, das wäre ein Frauenideal, das beide Funktionen verbindet. Ja, diese Funktion kann
kann ich bei der Meerjungfrau jetzt in der langen Geschichte eigentlich gar nicht finden. Die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Dass eine plötzlich Schriftgelehrte wird, ja? Nicht? Ja, es gibt die Schriftgelehrte. Es gibt bei Paul Heyse die Figur der Melusine, die talentiert ist, die also ein reiches poetisches und musikalisches Talent hat, das aber der Ehe zu ihrem Mann, der ein Professor ist, opfern muss. Also sozusagen das schlummernde Talent gibt es. Und es gibt natürlich auch die Melusine in Theodor Fontanes Stechlin. Das ist eine emanzipierte Frau, das ist auch eine gebildete Frau. Und so wie der See lebendig ist und Wahrsager werden kann. Ja? Sie ist ja geradezu das alter Ego des alten Stechlin. Sie ist ja der einzige Gesprächspartner, den er wirklich hat. Die einzige Figur, die ihm in den Gesprächen tatsächlich gewachsen ist. Und ein Vorbild hat das in der Melusine von Goethe. Denn dort haben wir diese Vorstellung, dass Melusine zu einer Zwergin wird, die in einem Kästchen lebt. Und der Mann, der dieses Kästchen aufbewahren soll, blickt durch einen Spalt in dieses Kästchen hinein und sieht dort ein Wohnzimmer und dort Melusine als Zwerge mit einem aufgeschlagenen Buch vor dem Kamin sitzend und lesend. Ja, der Protagonist. Wie in den Wahlverwandtschaften, das über die Art der Liebesszene ist. Wenn die vier, die über Kreuz einander lieben, Leser machen. Ja, das ist ein rekurrentes Motiv. Und der männliche Hauptdarsteller dieser neuen Melusine bei Goethe ist ein Hallodri, ein Tunichtgut, der mit Büchern nichts im Sinn hat. Und er erschrickt dann, seine geliebte Frau als lesende Frau zu sehen. Von Kleist, in den Berliner Abendblättern, eine Stelle, die Sie hier vollständig zitieren. Ja. Das ist eine wunderbare Geschichte, denn da ist es Kleist gelungen, der Verfasser eines originellen Textes zu sein, in dem jedes Wort sozusagen ausgeliehen ist. Also eine Kompilation aus Zeitungsmeldungen, aus Lexikonartikeln, die er so montiert, dass er einen doppelten Bericht erzählt, den Bericht über die Wassermänner und den Bericht über die Sirenen. Und das Amüsante an der Geschichte ist, dass sie zeitgleich erscheint mit Fouquets Undine. Also ich vermute mal, dass Kleist, der natürlich die Undine von Fouquet auch kannte. Man kannte sicher, dass der da eigentlich schon einen Kommentar abgeschickt hat, nämlich die Dekonstruktion sozusagen dieses Mythos, während Fouquet sich abgemüht hat, diesen Mythos noch einmal wieder zum Leben zu erwecken. Was sind das für Geschichten, die er erzählt? Eine geht auf 1740 zurück, auf eine Boulevardmeldung, nicht? Das sind ja ganz verschiedene Begegnungen. Ganz verschiedene. Also es gibt den Fall beispielsweise, dass nach einer Flut Meerjungfrauen angespült werden und dort eingesammelt werden. Dann versucht man sie zu zivilisieren. Das macht man in der Weise, dass man sie ordentlich anzieht und ihnen Spinnen beibringt. Also ein weibliches Handwerk. Man versucht sie zu zivilisieren, indem man diese Meerjungfrauen zu ordentlichen Frauen macht. Das gelingt auch vorübergehend, aber nur so lange, bis die Meerjungfrauen wieder in Kontakt mit Wasser geraten, dann schlüpfen sie in das alte Element zurück, genauso wie die Wassermänner. Da ist einer gefangen worden von ungarischen Fischern im Netz. Ja. Im Netz gefangen, wird dann zum Fürsten gebracht und dort werden dann zwischen den Zehen, an den Füßen, kleine Schwimmhäutchen. Er erinnert sozusagen, der Wassermann erinnert eher an die Ente und damit wieder an einen Vogel, während die Sirene über einen Fischschwanz verfügt. Er isst Krebse und Fische mit Genuss. Mit großem Gemüse Genuss. Gar nicht. Kein Gemüse. Kein Gemüse. Er verträgt auch gar nichts anderes. Da wird ihm ganz unwohl bei. Und er lernt vorübergehend auch das Sprechen, aber er muss auch wieder zurück in sein Element. Das heißt also, man hält ihn, man hat ihm extra einen Wasserbehälter gemacht, in dem er sich erfrischen kann. Ja? Man hält ihn wie ein besonderes Wesen, wie ein Tier oder wie einen der Schwarzen.
am Hofe des Zaren. Ja, das ist so eine Art Vorläufer der Völkerschauen, wenn man so will. Also diese seltsamen Wesen fängt man ein und die werden sozusagen ins Raritätenkabinett aufgenommen und die dienen einerseits sozusagen der fürstlichen Unterhaltung. Sind manchmal klug, manchmal sind sie die Großväter von Alexander Puschkin. Das heißt also, es gibt ja da sehr schöne Kanarienvögel ja aus fernen Kontinenten. Nicht? Ja. Und so ähnlich ist der hier beschrieben. Und wie beruhigend, dass diese ausgestellten Wesen wieder zurückkehren können in ihr Element, dass sie sozusagen wieder artgerecht leben dürfen. Eines Tages wird er aus dem der Schloss herausgeführt und springt in den Wassergraben. Er springt in den Schlossgraben und über verschiedene überirdische und unterirdische Wasserwege kann er dann zurück zum Königssee, woher er stammt. Wurde später nochmal gesehen, aber nicht mehr gefangen. Ja. Hans Christian Andersen, ja? Schrieb ja die kleine Meerjungfrau. Ja, das Schöne an der Geschichte ist, dass sie ganz aus der Perspektive der Meerjungfrau selbst geschrieben wird, als eine Geschichte einer jungen Frau, die ein eigenes Begehren entwickelt, diesem Begehren nachgeht und dafür auch ein Opfer zu bringen bereit ist. Denn sie lässt sich ja diesen Fischschwanz umoperieren von der Hexe in zwei Beinen und sie opfert ihre Zunge, damit sie in die Nähe des Prinzen geraten kann, der sie dann aber nicht wiedererkennt und der sie auch nicht heiratet. Und sie hat einmal einen Prinzen gesehen, ja, nicht? Den hat sie auch gerettet vor aus dem Seenot. Ertrinken, ja. Aus Seenot. Und er hat sie nicht gesehen, sie hat ihn aber erblickt, ja, und liebt ihn. Und diese Hexe sagt, die ihr die Beine operiert, ja, sagt, du musst es machen, diese stämmigen, wie heißt es? Diese hässlichen, stämmigen Säulen. Ja. Anstatt dieses geschmeidigen Fischschwanzes. Sie hat überhaupt kein Verständnis dafür. Insofern kann man das Volk der Meeresbewohner sehen als eine invertierte Blick auf die Welt, als Gegenwelt der Menschen. Ja. Warum muss sie die Zunge sich abschneiden? Das ist einerseits notwendig, damit sie ihm ihre Geschichte nicht erzählen kann. Das ist aber zugleich auch ein poetologisches Symbol. Sie ist sozusagen eine Dichterin, die die Zunge opfern muss und sozusagen auf andere Medien ausweichen muss. Ich gebe das Wichtigste aus Liebe hin. Ja. Ja? Und ohne das kann ich gar nicht darstellen, wie sehr ich ihn liebe. Ja. Und er sieht sie nicht, er sieht die Prinzessin. Er sieht die Prinzessin und er glaubt dann in der Prinzessin, die Meerjungfrau wiederzuerkennen, die ihn gerettet hat. Denn er kann eigentlich nicht seiner Erinnerung und seinen Gefühlen vertrauen. Er braucht sozusagen das gesprochene Wort. Und das kann er von ihr nicht bekommen. Deswegen trifft er dann, man könnte sagen, die falsche Wahl. Vielleicht ist es auch die richtige Wahl. Wer weiß, wie für ihn die Geschichte ausgegangen wäre, wenn er tatsächlich die Meerjungfrau erwählt hätte. Die Meerjungfrau hat dann ja noch einmal die Möglichkeit, ihren Tod abzuwenden, indem sie den Prinzen mit einem Dolch, den ihre Schwestern ihr bringen, tötet. Und da leistet sie wieder einen Verzicht. Sie verzichtet darauf, den geliebten Mann zu töten und stirbt lieber selber. Und dann kommt das überraschende Happy End, wenn es denn ein glückliches Ende ist. Sie stirbt zwar kurz, wird aber sofort aufgenommen in die Gesellschaft der Töchter der Luft, also eine Art säkularer Himmel, wo sie mit anderen Luftgeistern gute Werke tun kann, 300 Jahre lang. Und dann wird auch sie eine Seele gewinnen, die sie von der Liebe des Prinzen nicht bekommen hat. Ach, sie umgibt jetzt das Reich des Prinzen sozusagen, ganz Dänemark. Ja? Aus der Luft. Ja? Aus der Luft, ja. Sie wird sozusagen ein Schutzengel für das Land, das sie dort verlassen musste. Und aus der Luft heraus verbringt sie gute Werke. Und das ist dann ihre Eintrittskarte ins Paradies, das sie auch anders hätte erlangen können, nämlich durch die Liebe des Prinzen. Im Seelenleben sind ja Menschen ganz anders als ihre Körper. Ihre Körper mögen sehr relativ ähnlich sein. Manche sind groß, manche sind klein, manche sind dick und dünn, manche sind stark und schwach. Aber im Wesentlichen würde man einen Menschen so leichter erkennen als Hunde. Ja, die ja verschiedenartig sein können, Pekinese und Bernardiner. Aber in den Seelenleben können die ja unglaublich, ja, monströs, lieblich. Ja. Sie können so sein wie Ihr Beispiel von Goethe, ja, wo im Kasten ein kleiner Mensch Bücher liest. Ja. Wir suchen uns ja die Kästen nicht aus, in denen wir hausen, und wir suchen uns auch die Körper nicht aus, in denen wir wohnen. Wir können ein bisschen versuchen, mit einigen Hilfsmitteln vielleicht unsere Körper dem Bild anzugleichen, das wir von uns selber haben. Aber dieser Widerspruch zwischen Körper und Seele wird sich wahrscheinlich nie auflösen lassen. Und vielleicht ist das auch ein Aspekt dieser Geschichten.
Was sind Monstren in der Literatur? Welche Vorstellungen werden da gebildet? Monstren sind zunächst einmal die Wesen, die man vorzeigt. Also Monstrare steckt ja damit drin. Das sind diejenigen Wesen, die anders sind als andere. Freaks könnte man vielleicht auch sagen, die man deswegen ausstellt und den öffentlichen Blicken preisgibt. Und die kulturelle Funktion, die sich, glaube ich, mit Monstern verbindet, ist diejenige, dass der Mensch sich weiden kann an der Befremdlichkeit des anderen Wesens, weil er dann in diesem Spiegel, in diesem Zerspiegel erkennen kann, dass er selber normal ist. Das heißt, der Mensch kann sozusagen die Ängste der eigenen Anormalität projizieren auf ein offenkundig anderes Wesen, um sich in diesem Spiegel selbst überhaupt erst als normal erfahren zu können. Und dann muss man auch sehr genau unterscheiden, ob die Monster nun tatsächlich so anders sind. Also man denke an den Glöckner von Notre Dame, der verwachsen aussieht und eine empfindliche Seele ist. Ja, die Frage ist also, ob dieses Bild, das sich die Menschen von den Monstern machen, tatsächlich gedeckt ist durch die Anatomie dieser Monstren oder ob die nicht letztlich Projektionsflächen sind für Zerrbilder und Ängste, die die Menschen von sich selber haben. Und nur eine Spielart davon ist die Geschlechterdifferenz. Das heißt also, wenn Männer und Frauen sich als solche erkennen, dann greifen sie sozusagen eine bestimmte kulturelle Tradition auf, einander zu begegnen. Es werden also Höflichkeitsformen im besten Falle angewendet, die sich ins Mittelalter zurückführen lassen. Bis heute ist es, glaube ich, noch so, dass der höfliche Mann sich wie ein Ritter verhält, die höfliche Frau wie eine Dame. Höflich bedeutet ja nichts anderes als der ritterliche Hof, wo diese Etikette ausgeprägt worden sind. Jetzt haben Sie danach gefragt, inwiefern in der Literatur es Metamorphosen gibt von Männern und vielleicht auch von Frauen in bestimmte Tiere. Während der Beziehung. Während der Beziehung. Also dieser Fall, dass Kirke ist es, glaube ich, die Männer in Schweine verwandelt, das ist ja nun erstmal ein Wink mit dem Zaunpfahl. Also sozusagen der Mann als Schwein, das ist keine besonders subtile Lesart. Es ist ja letztlich auch nicht die Lesart der Kirke, sondern es ist die Lesart Homers. Das ist sozusagen am Biertisch der Griechen. Eine Erzählung. Deutlich vielgestaltiger ist es ja schon in den Metamorphosen Ovids. Da haben wir ja nun eine Vielzahl von verschiedenen Metamorphosen. Und das ist ja vielleicht der Versuch, eine Art Brehms Tierleben der Antike zu entwerfen. Also eine Art Anthropologie zu entwerfen, verschiedener Typen von Menschen, deren Profil jeweils dadurch imaginiert wird, dass man sie mit bestimmten Tieren und Pflanzen und sonstigen Geschöpfen in Beziehung setzt, in die sie sich dann verwandeln. Das heißt also, eine Art von vielleicht psychologischer Vergleich wird dann umgesetzt in einer wörtlich genommenen Metapher. Das heißt also, die Wesen verwandeln sich in diejenigen Geschöpfe, mit denen sie allegorisch vergleichbar sind. Das gilt auch für das Bild, das Ovid von den Sirenen zeichnet, denn er erzählt ja, warum sie überhaupt zu Vogelfrauen geworden sind. Es sind die Gefährtinnen der Proserpina, die von Pluto entführt worden ist, und die Sirenen trauern jetzt um die verlorene Göttin und möchten sie suchen, und sie erbitten von den Göttern, in Vögel verwandelt zu werden, damit sie übers Meer fliegen können. Und die Götter suchen nach der Proserpina in all ihrer Trauer und in all ihrer Verzweiflung. Die Proserpina ist eine Erdgöttin? Sie wird zu einer Göttin der Unterwelt. Dadurch, dass sie von Pluto geraubt wurde, ist sie, glaube
glaube ich, sogar eine Göttin der Fruchtbarkeit, wenn ich mich... Des Frühlings, das ist wie Freya in der Edda. Ja, und wie Cordelia, die jüngste Tochter des König Lear. Ja. Und das heißt also, die Sirenen werden hier durchaus positiv gezeichnet als Wesen, die sich verschwistern, die solidarisch sind. Und die Götter verwandeln sie dann in der Tat in Vögel, lassen ihnen aber den Frauenkopf, weil sie so wunderschön singen können. Sie müssen also nur in dem Maße umgeformt werden, wie es nötig ist, damit sie ihre Ziele verfolgen können. So gesehen sind die Sirenen bei Uvid durchaus positiv empathisch gezeichnete Wesen. Das ist ein ganz anderes Bild als dasjenige, das Homer zeichnet. Wenn zum Beispiel ein junges Mädchen, das vergewaltigt wurde, und damit es die Vergewaltigung nicht verrät, die Zunge abgeschnitten wurde, ja, und daraufhin deren Schwester, ja, das Kind des Vergewaltigers, ihm als Kannibalenmahlzeit vorsetzt, ja, dann wird die eine die Nachtigall, ja, und die andere die Lerche. Ja? Sie werden ewig jetzt, ja? Die ohne Zunge, ja, singt am schönsten. Ja. Ja. Ja? Das ist jetzt wieder diese Umkehrung. Ja. Das ist, ja? Ein, genau, das ist ja das Interessante Beispiel beim Erzählen. Ja? Ja. Also jemand, der den Tod bringt, wird gedeutet als das blühende Leben. Ja? Und ich überlebe es und habe es im Arm, bin traurig. Ja. Ich bin eigentlich traurig über meinen Tod. Ja, ja? Ja. Und das kann ich zeigen, indem ich meine Tochter betrauere. Ja, ja. Und so. Und, oder hier, wir werden die schönste Sängerin der Nacht, ja? Die Nachtigall, ja? Nicht? Nach so viel vorangegangener Untat. Das ist Ovid. Das ist Ovid. Und Ovid ist damit auch, wenn man so will, ein gefundenes Fressen für Freud, der ja dort auch vorgeführt bekommt, dass der menschliche Geist eine große Inversionsmaschine ist, in der Weise, dass er Ängste in Wünsche und Wünsche in Ängste verwandeln kann. Ineinander verwandelt. Und auch in den Träumen das dann visualisieren kann, durchaus auch durch Verwandlungen in Tiere. Also sozusagen die Träume sind die Metamorphosen, die sich der Mensch jede Nacht selbst neu schreibt. Also eine Wunschmaschine, ja, die alles Unangenehme in etwas Schönes, ja, Begehrenswertes verwandelt. Ja, eine Balanceökonomie wahrt, ja, dass ich es aushalten kann in dieser Welt. Ja. Eigentlich überhaupt nichts Typisierendes, nichts Mechanisches, eigentlich nicht mal was Funktionelles, sondern nur Menschen sind übrig geblieben, die das können. Ja, und bei Ovids Metaphosen ist das Schöne vielleicht auch daran, dass man diese Geschichten von zwei Seiten lesen kann. Man kann sie einerseits von der Verwandlung her lesen, also zum Beispiel vom Stein her in den Echo verwandelt worden ist. Man kann die Geschichte aber auch vom Anfang her lesen und dann sehen, wie konnte es dazu kommen, dass Echo zu einem Stein geworden ist. Das heißt, diese Geschichten lassen sich von der Bildebene wie auch sozusagen von der Sachebene her öffnen und sind damit zugänglich für alle Sorten von Lesern. Nicht räumlich, konstellativ. Ja. Ja. Das heißt also, sie lassen sich nach allen Seiten erzählen, nicht bloß linear. Ja, und sie lassen sich alle miteinander verknüpfen. Denn wenn all diese Götter von denen und diese Menschen, von denen Ovid erzählt, zu Wesen und Gegenständen der Natur werden, können sie auch als Naturgegenstände wieder miteinander kommunizieren. Also der Stein, zu dem Echo geworden ist, liegt dann neben der Narzisse, zu der Narziss geworden ist. Und da besteht sozusagen eine Möglichkeit der Kommunikation einer zweiten mit allen Natur, Wesen. Einer dritten Natur. Ja, nicht? Ja. Ja. Aber das ist doch sehr schön. Das kann eigentlich nur das Erzählen. Das kann nur die Literatur. Darum bin ich so gerne Literaturwissenschaftler. Hier ist eine Szene, die in Wagners Götterdämmerung nicht vorkommt. Denn da begegnet Siegfried den Rheintöchtern. Ja? Genau. Hier ist aber von Hagen die Rede,
ja? Ja. Also seinem Kontrahenten. Ja, ich kann vielleicht mal die Geschichte oder diese Verse vorlesen, in denen Hagen die Prophezeiung bekommt, dass sie, also wenn sie aufbrechen zu dem Hof des Königs Etzel, niemals wieder zurückkehren können. Der Beweis wird in der Weise angetreten, dass man den Kaplan über Bord wirft. Denn diese Meerfrauen, denen Hagen an der Donau begegnet, sagen ihm, alle werden sterben, nur dieser Kaplan wird lebend zurückkehren. Nun macht Hagen die Probe aufs Exempel, wirft den Kaplan ins Wasser, der kann sich und ans Ufer retten. Und alle Mann sagen, ja, der Ensig ist unser, wir marschieren weiter. So ja. ist es und verbrannte Erde und am Ende auch verbrannte Menschen. Und diese beiden Verse habe ich auch ausgewählt für das Buch. Und da heißt es, Dabi sach wohl Hagene, dass sie nicht wäre Rat, dass ihm für wahr sageten, du wilden Meere wieb. Also daran erkannte Hagen, dass hier dem, was ihm die seltsamen Meerfrauen vorhergesagt hatten, nun nicht mehr ausweichen konnten. Also die Meerfrauen, denen, und sie heißen Meerfrauen, denen Hagen hier an der Donau begegnet, haben eigentlich eine ähnliche Funktion wie die Sirenen, beziehungsweise wie Kirke, die ja Odysseus vor den Sirenen wahrt. Es sind nämlich Prophetinnen des Unheils. Also diese Wasserwesen, ja, haben offenkundig zwar keine Seele, aber eine Weisheit. Ja? Eine große Weisheit, das verbindet alle diese Meerjungfrauen miteinander. Und sie sind ja nach ihrer Deutung im Grunde in dem Meer der Libido, ja, in uns. Wir tragen diese Meere in uns. Ja. Ja? Wir kommen aus den Meeren, ja, nicht? Ja. Wo wir irgendwann mal erzeugt wurden vor ja. 400 Millionen Jahren. Ja. Nicht? Ja. Ja? Und dies tragen wir in uns. Und das wird hier im Nibelungenlied, das ist nur eine kleine Szene, aber das wird dort sehr interessant ausgestaltet in der Weise, dass die Meerweiber einerseits Naturwesen sind, die im Wasser schwimmen, wie die Vögel heißt es, und sich dort tummeln und über ein geheimes, mythisches Wissen verfügen. Auf der anderen Seite wird aber auch die Erklärung gegeben, dass das eigentlich höfische Damen sind, die ein Bad nehmen und ihre Kleider zur Seite gelegt haben und die auch höfische Namen tragen. Eine dieser beiden Meerfrauen hat denselben Namen wie die Mutter Siegfrieds und heißt Sieglinde. Das heißt also, die Frauen, denen Hagen begegnet, sind beides. Sie sind zivilisierte Frauen, Mitglieder der höfischen Gesellschaft, aber sie sind auch Naturwesen, die dem Element des Wassers angehören. Und diese Gebrochenheit einer mythischen und einer realistischen Vorstellung von der Frau ist hier dargestellt. Sie sind beides zugleich für Hagen, der ihnen dort an der Donau begegnet. Sie wären die Einzigen, die löschen könnten, notfalls, nicht? Ja, ja, den Brand was heißt verhindern genug können, durch Wahrsagung ja, ja. löschen könnten. Wenn Sie noch einmal dieses Mittelhochdeutsche vorlesen, langsam, dass man einfach mal hört, wie unsere Vorfahren gesprochen haben. Naja, wie unsere Vorfahren gesprochen haben, kann ich leider nicht vorlesen. Da müsste man einen Native Speaker bemühen, also einen Bayern oder einen Schweizer. Ich kann sozusagen nur das künstliche Mittelhochdeutsch rekonstruieren, das Karl Lachmann sich in Berlin ausgedacht hat. Anders kann ich das als Niederrheiner nicht machen, aber ich will es trotzdem noch mal versuchen. Dabi sach wohl Hagene, dass sie nicht wäre Rat, dass ihm für wahr sageten, du wilden Meere wieb. Und wie haben die das vermutlich gesprochen? Also süddeutsch gesprochen, ja. schweizerisch? Das Mittelhochdeutsche ist noch zum großen Teil erhalten in den süddeutschen Dialekten. Also wer bayerisch spricht oder wer alemannisch spricht, spricht eigentlich noch Mittelhochdeutsch und kann deswegen als Native Speaker bezeichnet werden. Das ist im Grunde genommen eine dialektale Sprache, die abgelöst worden ist dann durch die neuhochdeutsche Schriftsprache sehr viel später. Im Mittelalter haben wir eigentlich nur die Vielzahl der Dialektale. Färbungen, die sich dann auch immer in den Handschriften genauso wiederfinden. Das Mittelhochdeutsch, das wir in den Texten haben, das ist ein editionsphilologisches Konstrukt. Das haben sich Berliner und andere Philologen so ausgedacht, damit man es besser lesen kann. Archivdeutsch, ja? Ja, die Archivsprache. Ja, kann man vielleicht sagen. Es gibt auf manchen Bildern auch männliche Wasserwesen, ja? Oft zusammen mit Sirenen oder Melusinen oder Nöx. Ja? Was ist das? Was ist da die Vorstellung? Ist das einfach dazu erfunden oder gibt es das immer schon?
vielleicht erwächst das aus dem Begehren des Menschen, beide Seiten der Geschlechter zu vervollständigen. Das heißt, wenn es einen Mythos gibt über die Frauen, dann entsteht vielleicht der Wunsch, einen parallelen Mythos für die Männer herzustellen und den mehr Frauen dann auch mehr Männer zur Seite zu stellen. Kleist hat das ja in der Weise gemacht, dass er von den Wassermännern spricht, die er den Sirenen gegenüberstellt. Eine andere Möglichkeit ist, dass man den Fischfrauen Pferdemänner zur Seite stellt. Das ist ja die Kentauren. Das haben die sind auch klug, ja? Ja, sie sind also der Meergreis ist ein Wahrsager bei Homer. Ja? Und der Kentaur ist der Lehrer des Achill. Des Achill, der ja dort in die Schule geht. Also der Pferdemann und die Fischfrau werden eigentlich schon sehr früh als Geschlechterpaar einander sozusagen.